Hallo Leute und willkommen zu Vlog Nummer 1072 oder eher so Vlöckchen 1072, denn wir machen heute mal einen kleinen Vlog. Ich dachte vorhin so, ja, machen wir von unterwegs eine Eilmeldung. Ich war nämlich den ganzen Nachmittag noch in Berlinistan dabei ein paar Sachen zu erledigen, habe es aber dann zeitlich nicht hinbekommen, von unterwegs noch was mit euch zu machen. Habe dann die ganze Zeit natürlich Radio gehört. Und jetzt, seit ich zu Hause bin, ist doch einiges an Themen aufgelaufen. Was es definitiv wert ist, da jetzt ein bisschen ausführlicher drüber zu sprechen, sind 6 Themen an der Zahl. Aber es soll nicht ausarten, denn ich bin ein bisschen hungrig, ihr kennt das ja. Und jetzt kommt mir nicht mit, ich kann doch vorher essen. Wenn ich jetzt noch vorher essen würde, wär's lange nach Mitternacht. Deswegen reden wir jetzt erst und danach hole ich mir was zu futtern. Legen wir direkt los, denn wir haben einen Artikel aus der Bild-Zeitung, bei dem ich mich schon so ein bisschen gefreut habe, dass er veröffentlicht wurde. Es mich aber mehr als einmal wundert, warum es jetzt erst passiert. Denn bisher galt es als Verschwörungstheorie. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Alles, was als angebliche Verschwörungstheorie in diesem Land diffamiert wird, wird früher oder später dann doch bestätigt, kommt dann relativ zeitnah in der Regel raus. Ja, ganz so verschwörungstheoretisch war es doch nicht. Ist leider ein bisschen mehr dran als eben jene, naja, wie auch immer man das bezeichnen soll, Mainstream-Medien und Politfunktionäre, die Menschen glauben lassen wollen. Das wird nämlich in der Regel nur deswegen diffamiert, damit man nur darüber nicht nachdenkt. So ein Totschlagargument ist eine Verschwörungstheorie. Schmuddelkinder, nicht mehr drüber reden, bloß nicht drüber nachdenken. Ja, das ist der einzige Grund, weshalb sie da so vehement geifern, dass das ja alles angebliche Verschwörungstheorien und Schwurbeleien werden, weil ja sonst auffallen würde, ja, scheiße. Ist vielleicht auch nicht ganz so sauber, was da abgeht. Und worum geht es einmal mehr? Natürlich um das Urteil des Verfassungsgerichtes. Das hat ziemlich eindeutig festgestellt, das, was die Murkse sich da geleistet hat, aus Südafrika eine demokratische Wahl rückgängig machen wollen, ist natürlich hochgradig verfassungswidrig. Nun stellt sich aber offenbar nicht nur mir die Frage, warum erst jetzt? Ja, rhetorische Frage, denn warum wird es wohl erst jetzt kritisiert und thematisiert? Ja, bis vor einem Dreivierteljahr war Murksli ja noch an der Macht und die eine Krähe hackt doch der anderen kein Auge aus. Und so ist es wahrscheinlich auch zu erklären, dass das Gericht mal eben schon so 1,5 Jahre lang, fast 2 Jahre lang, 2 Jahre lang das Verfahren, ich würde jetzt fast schon böswillig behaupten wollen, verschleppt hat. Aber das Verfassungsgericht hat natürlich mitgeteilt, ist ja alles ganz korrekt abgelaufen, nicht wahr? Aber da scheint nachgeholfen worden zu sein. Könnt ihr nachlesen in der Bild-Zeitung. Die haben nämlich einen Artikel veröffentlicht mit der Überschrift "Viel zu gute Freunde. Merkel und ihre Richter". Ja, wie das Habert in die Position gekommen ist, wissen wir alle. Das Habert, ehemaliger Wahlkampfkollege von der Murksel, haben gemeinsam Wahlkampfauftritte abgeliefert, haben für sich gegenseitig Wahlkampf gemacht. CDU-Kader kennt man ja, ist 2019 muss es gewesen sein, von Murksel da ins Amt gebracht worden. Ein Jahr später hat man sich dann zum Abendessen im Kanzleramt getroffen. Da gibt es also so den ein oder anderen Überschneidungspunkt. Man scheint per Du zu sein. Und das ist natürlich hochgradig merkwürdig von einer, wenn wir über eine Instanz reden, eine Kontrollinstanz, die die Exekutive unter Kontrolle halten soll. Die Legislative in dem Fall natürlich, die gesetzgebende Gewalt, die Bundesregierung. Wenn da also die eine Gewalt mit der anderen Gewalt schäkert und ins Bett steigt, dann kann man sich da durchaus fragen, ist denn das mit der Gewaltenteilung eigentlich noch so wirklich gewährleistet? Ja, an der Stelle, Überraschung, muss ich euch nicht erzählen. Da haben wir nun schon dutzendfach drüber gesprochen, was in Absurdes dran abgeht. Ist ja auch arg merkwürdig, dass gerade sehr, sehr regierungskritische Verfahren, wogegen die Bundesregierung geklagt wird oder gegen irgendwelche Zombies sind, dass die allesamt auf die lange Bank geschoben wurden. Wollt keiner drüber reden. Und dann, als es nicht mehr anders ging, ja, da sind sie dann zähneknirschend doch mal ins Hauptverfahren gegangen. Aber man hat auf Biegen und Brechen versucht, da möglichst nicht drüber reden zu müssen. Zumindest nicht zeitnah, zumindest nicht so, dass man da noch was rückabwickeln könnte, bevor der Schaden eingetreten ist. Nee, man hat den Schaden erst eintreten lassen. Nun also, 2 Jahre zu spät, die Entscheidung, das, was die Merkel sich da geleistet hat, war verfassungswidrig. Und nun, naja, kommen auch noch offenbar Informationen ans Tageslicht. Formulieren wir das mal ein bisschen vorsichtig. Denn laut Bild-Zeitung hätte offenbar von Seiten des Gerichtes nachgeholfen worden. Was ist geschehen? Ursprünglich hatte oder war dieses Murksel-Statement ja auch noch auf ihrer Website bundeskanzlerin.de, also auf der Seite der Bundesregierung war das auch noch einsehbar. Und die AfD hat damals im Eilverfahren geklagt. Wollte das also sofort entschieden haben, denn ist eine Dringlichkeit vorhanden, Gericht soll sich da bitte schnell drum kümmern.
Nun soll Murks laut Bild-Zeitungsartikel aber gewarnt worden sein, beziehungsweise der Bundesregierung soll und dem Kanzleramt soll wohl mitgeteilt worden sein, aus Gerichtskreisen. Liebe Leute, wenn ihr das da von eurer Website löscht, dann ist die Dringlichkeit nicht mehr gegeben. Da müssen wir auch kein Eilverfahren draus machen, da können wir das irgendwann mal bearbeiten. Und das soll wohl auch passiert worden sein, denn diese Einträge wurden gelöscht. Daraufhin ist der Eilantrag abgewiesen worden, die Dringlichkeit wäre nicht mehr gegeben, die Chancengleichheit wäre ja nicht mehr verletzt, zumindest nicht dringlich. Und deswegen kann man das ja dann im regulären Verfahren machen, das kann dann halt ein paar Jahre dauern. Man hat also die Dringlichkeit weggeschoben, mutmaßlich mit oder nach Rücksprache mit dem entsprechenden Gericht, um das Ganze verschieben, hinauszögern zu können, damit das dann im besten Fall nicht mehr in Murks' Amtszeit fällt. Interessant, was da offenbar oder mutmaßlich für Mechanismen am Laufen sind. Ich bin mir ziemlich sicher, so als Otto-Normal-Angeklagter oder Beklagter hat man diesen Service nicht, dass das Gericht mutmaßlich mal durchklingelt und mitteilt, der nimmt das mal raus. Klar sind jetzt Informationen aus dem Bild-Zeitungsartikel, aber wenn man sich die Vita der beiden Persönchen so anschaut, Murksel und das Habert, dann fällt es einem schwer, das nicht für bare Münze zu nehmen, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es liegt doch auf der Hand, dass man da ja sich den einen oder anderen Gefallen erweist. Aber gut, jetzt wisst ihr Bescheid, selbst der Bild-Zeitung fällt auf, das ist vielleicht ein bisschen seltsam, was da abgeht. Gucken wir uns mal die nächste Meldung an, auch wenn da gerade ein kleiner Fladdy ins Studio geschossen kommt. Und was macht der denn da? Der hat gerade seine 5 Minuten, schaut mal. Ja gut. Fladdy halt, Katze. Kennt ihr das, wenn Katzen ihre 5 Minuten haben und rumschießen wie vom Affen gebissen? Das hat der Fladdy gerade gemacht. Wenn es irgendwelche komischen Geräusche geben sollte, wenn die Chefin gleich schimpfen sollte, der Fladdy dreht gerade durch. Na, jetzt fällt er um. Offenbar sind die 5 Minuten vorbei. Kommen wir weiter zur nächsten Meldung, denn wir gucken mal zum Thema Versorgungssicherheit. Und ja, ich weiß, das ist mittlerweile der kürzeste Witz des Landes. Versorgungssicherheit, Punkt, Witz zu Ende. Nee, so lustig ist es eigentlich gar nicht. Aber schauen wir mal, was die Weltzeitung da berichtet. Denn in der Weltzeitung gab es nun einen Artikel, haben viele andere auch drüber geschrieben, dass Gazprom nun die Lieferungen mal wieder weiter drosselt. Und zwar gehen jetzt durch Nord Stream 1 wohl nur noch 40% des normalen Liefervolumens durch. In Richtung Absurdistan. Normalerweise könnte man da auch 100% Auslastung haben, aber aktuell sind es gerade mal 40% und man sieht bereits jetzt ein alarmierendes Signal, denn wenn das über Wochen so weitergeht, dann sitzt Absurdistan bald auf dem Trocknen. Schuld ist wie immer der böse, böse Russe, wenn man den absurdistanischen Medien Glauben schenken mag, und ich bin mir ehrlich gesagt nicht so richtig sicher, ob die vielleicht auch mal ein bisschen drüber nachdenken über das, was sie schreiben. Denn wäre es verwunderlich, jetzt mal ganz platt gefragt, wäre es verwunderlich, wenn Russland einfach komplett dicht machen würde? Also ehrlich gesagt, an Russlands Stelle hätte ich Absurdistan längst den Gashahn zugedreht. Aber gut, es ist offensichtlich an der Stelle dann völlig wurscht, dass da doch der schlimmste, menschenverachtendste Krieg seit Anbeginn der Zeitgeschichte abgeht, wenn man jetzt mal deren Narrativ aufgreift. Wenn es ums Gas geht, wird ja trotzdem weitergekauft, nicht wahr? Ich dachte, wir wollen unabhängig werden und überhaupt und keine russischen Gasimporte mehr, jetzt sofort, und das muss ja alles so gehen. Warum heult man denn dann so rum, wenn das Liefervolumen gedrosselt wird? Ja, weil es weltfremd ist, das irgendwo mit was anderem kompensieren zu wollen, schon klar. Aber laut deren Narrativ soll es doch gar kein Problem sein. Jetzt wird es aber richtig haarig. Denn Russland hat angegeben, sie würden durchaus gerne mehr liefern wollen. Sie würden gerne auf 60% Liefervolumen aufstocken. Problem ist nur, da fehlt eine Ersatzteilturbine. Eben jene Ersatzteilturbine, und jetzt muss ich mir wirklich das Grinsen verkneifen, die liegt in Montreal in Kanada. Von da kommt sie blöderweise auch nicht zurück. Die kann nämlich nicht bewegt werden. Und warum? Jetzt nicht, weil denen das Benzin ausgegangen ist? Nee, wegen den Sanktionen. Die Ersatzteilturbine für Nord Stream 1 kann nicht von Kanada zurück zum Pipeline gebracht werden, wegen den Sanktionen gegenüber Russland. Der Herr Klotrinker, der echauffiert sich und erzählt, es wäre ja eine politische Entscheidung, das liegt doch gar nicht am Ersatzteil. Naja, wenn es so wäre, dann schafft das Ersatzteil doch einfach rüber. Da seht ihr doch, ob es nun eine politische Entscheidung ist oder nicht. Aber es ist schön, dass sich der Klotrinker jetzt sogar aufregt, es wäre eine politische Entscheidung. Selbst wenn das eine politische Entscheidung wäre, als Antwort auf diese aktuellen Sanktionen, halte ich das für völlig berechtigt, wenn die Russen dann auch sagen würden, ne, dann kauft euer Gas doch woanders. Aber gut. Nun, also großes Geschrei, da kommt ja zu wenig Gas. Ja, es ist echt lächerlich. Ist ja jetzt nicht so, dass es nicht vorherzusehen gewesen wäre, wenn man sich wenn man damit eingreift in einen Konflikt, der einem nichts angeht, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn man da auch gewisse
Auswirkungen von zu spüren bekommt. Erst recht nicht, wenn man nicht nur schwere Waffen liefert, sondern sich auch noch zum Ausbilder für, in dem Fall, feindliche Einheiten aufschwingt. Und genau so ist es geschehen. Wir haben den Vertrag mit Russland, okay, wir bilden deren militärische Feinde aus. So, und dann wundern wir uns, dass die uns weniger Gas schicken. Das ist schon arg merkwürdig, diese Mentalität. Aber in Ordnung, ist halt Absurdistan. Zum Gas liefern sind die Russen offenbar gut genug. Aber richtig witzig fand ich, dass nun das Ersatzteil fehlt, was wegen der Sanktionen von Absurdistan und Konsorten nicht zurück zur Pipeline kommen kann. Also hier herzlichen Glückwunsch, habt ihr geil gemacht. So viel zum Thema ins eigene Knie geschossen. Wie das Ganze nun weitergehen soll, wissen wir noch nicht ganz so genau. Der Herr Klotrinker ruft aber nun dazu auf, Energie zu sparen. Es käme ja auf jede Kilowattstunde an. Und das ist dann so der Punkt, wo ich mir sage, ja, mein Gott, am Arsch, spar deine Energie doch selber. Es ist die Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Das ist kein Hexenwerk, das haben ebenfalls, nennen wir es mal, ähnlich inkompetente Politiker in den letzten Jahrzehnten auch irgendwie hinbekommen. Dafür, dass die Hampel da zu blöd für ist, kann ich nichts, könnt ihr nichts. Heißt also, wenn die Hampel sich da irgendwo reinmanövriert, was nichts mit diesem Land zu tun hat, wohlgemerkt, dann muss die Hampel zusehen, wie sie damit klarkommt. Also es ist ganz sicher nicht meine Aufgabe, da jetzt am Kalten zu hocken und zu frieren oder sonst irgendwas, weil die zu dämlich sind. Das sollen sie selbst wieder rausziehen, diese Karre. Aber da wir gerade beim Thema Gas sind, dann kommen wir zu einer damit verwandten Meldung. Die hat uns die Tagesschau mitgebracht, denn bei der Tagesschau wurde vermeldet oder berichtet, dass der Wohnungsverband gemeinsam mit der Bundesnetzagentur nun die Mindesttemperatur in Mieträumen oder in Wohnungen, in Immobilien senken möchte. Bisher ist es so, dass man als oder dass ein Vermieter eine Mindesttemperatur bereitstellen muss zwischen 20 und 22 Grad. Ist deren Aufgabe. So warm muss es halt mindestens sein. Und hier fliegen wieder Katzenhaare. Wenn ich mir im Auge rumreibe, ich habe hier gerade irgendwas, ein Fussel im Auge, also sehr, sehr ekelhaft. Da bitte nicht wundern. Und zurück zum Thema. So, bisher ist die Mindesttemperatur zwischen 20 und 22 Grad, je nach Immobilie, Sanierungsstand und sowas. Das ist das, was eben bereitgestellt werden muss, damit eine Wohlfühltemperatur vorhanden ist, damit da keiner krank wird, damit die Leute im Prinzip entspannt auch im Winter in ihren Wohnungen leben können. Nun wittert man aber schon den Gasmangel, ja, weil man selber so dämlich ist, dass man seine eigene Stromversorgung gegen die Wand fährt, deswegen bereits im Sommer auf Gasreserven zugreifen musste im letzten Jahr, sonst wären die Speicher nämlich gar nicht so leer geworden. Deswegen auf Gasreserven zugreifen musste, um damit die fehlende Stromversorgung auszugleichen. Also im Sommer Gas in Strom umwandeln muss, über Gaskraftwerke Strom erzeugen muss, weil einem ansonsten nicht mehr viel übrig bleibt, wenn nicht genug Wind weht und keine Sonne scheint, wie eben mit den heiligen Gretelmühlen und den riesengroßen Solarfeldern, die keine Kilowattstunde liefern, wenn halt einfach die Bedingungen dafür nicht gegeben sind. So, lange Rede, kurzer Sinn. Stromversorgung für den Arsch heißt also, man hat letzten Sommer die Gasvorräte aufgebraucht oder weitestgehend runtergewirtschaftet schon. Das fällt einem jetzt auf die Füße, weil jetzt legt man sich auch noch mit den Russen an und boah, jetzt liefern sie halt tatsächlich auch mal weniger. Und jetzt plötzlich fällt auf, ja Scheiße, wenn das so weitergeht, dann reicht das für den Winter ja nicht. Und nun will die Bundesnetzagentur gemeinsam mit dem Wohnungsverband, dass die Mindesttemperatur in Wohnungen doch auf 16 bis 18 Grad gesenkt werden soll. Mal kurz drüber nachdenken. 16 Grad in der Nacht und 18 Grad am Tag. Wir reden hier über Wohnungen, wo teilweise auch ältere Leute wohnen, die mitunter relativ schnell frieren. Wir reden hier über Temperaturen, die alles andere als angenehm sind. Und bei 16 Grad gemütlich schlafen, ich weiß nicht, ob ihr das könnt, aber ich für meinen Teil kann es nicht. Ich bin da doch eher so zu Hause Saunatyp. So von wegen, ich habe ganz gerne mal 25 Grad in der Bude. Finde ich sehr angenehm, da wird dann halt die Heizung hochgedreht. Ich kann es nicht haben, wenn es kalt ist. Und es gibt eben auch sehr, sehr viele Leute, die arg empfindlich auf sowas reagieren. Und 16 Grad in Wohnräumen ist ganz sicher keine irgendwo angemessene Temperatur, um sich wohlzufühlen in seiner Bucht. Die CDU schwurbelt nun davon, dass 22 Grad, was bisher der Mindeststand war, dass 22 Grad ja ein Luxusgut wären. Liebe CDU, wir leben nicht in irgendeinem Shithole. Okay, offensichtlich mittlerweile doch wieder, aber ursprünglich war Absurdistan mal kein Shithole in der dritten Welt. Da war es völlig normal, dass man die Heizung so angemacht hat, dass man eben auch im Winter mal aufs Scheißhaus gehen kann, ohne dass man unterwegs anfriert und morgens erkältet ist. So, alles Sachen, die waren früher völlig normal, hat keiner groß drüber geredet, ist halt einfach irgendwas, was nun wirklich nicht zur Diskussion steht. Dies ist eine Errungenschaft der modernen Zivilisation eines Industriestaates. Mittlerweile ist es offensichtlich ein Luxusgut, wenn man nicht im Kalten hocken will und wenn man vielleicht auch mal zu Hause durch die Wohnung laufen möchte, ohne zwei Paar Socken und drei Strickjacken übergezogen.
Das kann man sich ja nicht leisten, weil wir müssen uns ja mit Russen anlegen, nicht wahr? Ja, herzlichen Glückwunsch. Vielleicht mal die Bevölkerung fragen. Warum macht man da eigentlich kein Referendum draus? Karten auf dem Tisch. Wenn wir uns mit den Russen anlegen, das und das und das sind die negativen Konsequenzen. Da geht uns die Versorgungssicherheit aus und so weiter und so fort. Lieber absurdes Thaler stimmt drüber ab, wollt er das oder wollt er nicht. Bin ich mir sehr sicher, würde als Ergebnis rauskommen, will natürlich niemand. Deswegen wird man wohl nicht fragen. Passt ja nicht ins Narrativ. Aber es ist doch wirklich ein Trauerspiel. Früher war es auch so, da hat man seinen Strom noch mit konventioneller Energie erzeugt, beispielsweise Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke. Und dabei entsteht so eine Art, so was wie so eine Begleiterscheinung, nämlich oft Wärme, die man mitunter sogar abführen kann ins Fernwärmenetz. Das geht ja auch gelegentlich. Man kann also mit konventionellen Kraftwerken durchaus auch Wärme erzeugen, die dann in die Heizkraftwerke eingespeist werden kann. Geht natürlich mit Windrädern und irgendwelchen Solarplatten weniger. Ist ja klar. Da wir das alles nun abgeschaltet haben, ist diese Möglichkeit, die Grundlage der Wärmeversorgung im Winter, weggebrochen. Und nun wird groß propagiert, es wäre ja hip und cool und modern und überhaupt solidarisch, wenn man im Winter einfach ein bisschen friert. Ich weiß nicht, ob ihr da Bock drauf habt. Wie gesagt, ich für meinen Teil nicht. Ich habe kein Interesse daran, in einem Shithole zu leben. Aber geliefert wie gewählt an der Stelle. Irgendwie ist es hier auch eine selbsterfüllende Prophezeiung gewesen. Es wird jetzt keinen ernsthaft überraschen, dass die Versorgungssicherheit den Bach runtergeht und dass die absurdistanische Bevölkerung massivst verarmt unter dieser Hampel. Das sind ja alles Sachen, da haben die Verschwörungstheoretiker lange vor der Wahl drüber gesprochen. Wird ja keiner hören. War ja alles nur Schwurbelei. Jetzt ist es halt da, die Hyperinflation oder die galoppierende Inflation. Hyper ist es noch nicht, kommt noch. Jetzt ist er halt da, die galoppierende Inflation. Jetzt ist er halt da, die Versorgungskrise. Und wer ist jetzt dran schuld? Ach ja, die Russen sind's, nicht wahr? Ich gebe euch Brief und Siegel drauf, dass es energieversorgungstechnisch und auch finanziell in diesem Land kein bisschen besser aussehen würde, wenn da nicht in der Kokain aufeinander geschossen werden würde. Das würde mit Sicherheit keinen Unterschied machen. Die Hampel würde es auch so schaffen, das Land zugrunde zu richten. Aber so hat man natürlich jemanden gefunden, auf den man die Verantwortung abschieben kann. Man könnte das Problem auch ohne weiteres lösen. Einfach konventionelle Kraftwerke wieder einschalten, Stromversicherung gewährleisten, Wärme abführen, dafür sorgen, dass im Winter keiner am Kalten sitzt. Aber wir haben ja gelernt, selbst das Murksel hat Schülern, die bei offenem Fenster unterrichtet werden sollten, weil ja mehr Zombie-Panik geschoben. Hat Schülern empfohlen, sie sollen doch mal in die Hände klatschen und eine Kniebeuge machen. Ja, da sehe ich jetzt schon die 85-jährigen Rentner vor mir, wie sie in die Hände klatschen und Kniebeuge machen im Winter. Herzlichen Glückwunsch. Das kann man keinem erzählen, es geht auf keine Kuhhaut. Aber schauen wir uns die nächste Meldung an. Nun also, Luxusgut, wenn man zu Hause nicht friert und 16 Grad reicht doch aus. Ja, warum setzen wir eigentlich nicht die Hampel mal bei 16 Grad in den Plenarsaal? Das wäre doch mal eine Option. Da werden sie relativ schnell davon geheilt. Aber zum Thema Hampel, da habe ich auch noch was, wo man sich einmal mehr an den Kopf packt. Das hat berichtet dieses Mal, wer war es denn eigentlich? Die Weltzeitung. Die Hampel macht nämlich den Bock mal wieder zum Gärtner. Einmal mehr, ist ja nicht das erste Mal. Dieses Mal geht es um die sogenannte Antidiskriminierungsbeauftragte, die offenbar, ich weiß nicht, was die Dame geraucht hat, ich kann es euch nicht sagen, ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, ausgerechnet so eine da in diesen Posten zu bringen, muss irgendwas im Mittag gewesen sein in der Kantine oder so. Ich will da auch nicht drüber spekulieren, was man dafür eingeworfen haben muss. Aber nun als neue angebliche Antidiskriminierungsbeauftragte wird ernannt Ferda Ataman. Habe ich persönlich noch nie von gehört. Zumindest von diesem Namen noch nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber schauen wir uns mal an, was diese liebe Ferda so erzählt. Die Ferda ist beispielsweise für eine Migrantenquote. Und zwar sollen so lange Migranten bevorzugt werden, bis eine gewisse Quote erreicht ist, die den Anteil in der Bevölkerung widerspiegelt, und zwar in jedem Privatunternehmen wie auch in jeder Behörde. Heißt also, jede kleine, furzgroße Firma muss so lange bevorzugt Migranten einstellen, bis da eben jede Quote erreicht ist. Und danach gibt es dann halt vielleicht irgendwann mal wieder eine Gleichberechtigung. Und eben jene Ferda möchte zusätzlich eine positive Berichterstattung über eine linksextremistische Gruppierung, die ich fast schon als Terrororganisation einstufen würde. Aber gut, da wünscht sich die Ferda doch eine positive Berichterstattung. Also erstens sollte Berichterstattung in der Regel berichtend sein, liebe Ferda. Nicht positiv, nicht negativ, sondern einfach berichtend. Punkt aus Ende. Ist in Absurdistan längst nicht mehr so, schon klar. Aber ist doch schön, dass man da von Seiten einer offiziellen, demnächst Amtsinhaberin,
die Presse auffordert, doch bitte positiv über eine Thematik zu berichten, die mit linksextremistischer Gewalt einhergeht. Ja, chapeau! Aber das ist auch noch nicht alles, denn die liebe Ferda, die ist auch ganz gern mal rassistisch unterwegs. Denn sie beleidigt nicht selten die Absurdistaner, die schon länger hier leben, die jetzt keine sichtbaren Migrationshintergründe haben, als Kartoffeln. Jetzt wüsste ich gern, was hier in der Medien- und politischen Landschaft los wäre, wenn sich ein AfD-Abgeordneter hinstellen würde, als Antidiskriminierungsbeauftragter und sagen würde, was weiß ich, da fällt mir überhaupt kein Vergleich für ein. Was sagt man denn so zu Arabern oder zu Asiaten oder so? Fällt mir jetzt gerade wirklich nichts ein. Ja, scheiße. Das Ganze eben, was weiß ich, zu Afrikanern, Neger oder so sagen würde. Was wäre da los, wenn er das machen würde? Großes Drama, nicht wahr? Sondersendungen, Verfassungsschutz auf dem Plan, SEK-Rede reitet ein, Gratiskonzert, das ganze Konsortium. Denn hau der nur Diskriminierung rassistisch. Wenn die liebe Ferda das aber raushaut, dann ist das natürlich Friede vor der Eierkuchen in etwa genauso harmlos, wie wenn Luis hier eine Pipeline sprengen will. Interessiert dann keine Sau und man wird für so einen geistigen Erguss auch noch als Antidiskriminierungsbeauftragte ins Amt gerufen. Ja, da hat man im allerwahrsten Sinne des Wortes den Bock zum Gärtner gemacht. Denn so richtig konsequent in ihrer eigenen Argumentation sind diese Leute ja auch nicht. Und für mich persönlich ist die Ferda eine Rassistin. Kann ich dir auch erklären. Denn für die liebe Ferda und Konsorten ist es doch ursprünglich immer so, dass es doch gar keine unterschiedlichen Ethnien gibt. Wenn man darüber redet, ist man doch Rassist, nicht wahr? Wenn man sagt, ja Moment, da gibt es schon gewisse ethnische Unterschiede, die sogar richtig und wichtig sind, weil sonst ganz schön langweilig wäre, wenn sie alle gleich wären, nicht wahr? Aber wenn man den Leuten sagt, ja Moment, es gibt da durchaus ethnische Unterschiede, die auch ziemlich handfest manifestiert werden, beispielsweise im Bereich beim Blutspenden. Warum wird denn explizit dazu aufgerufen, dass doch bitte Araber Blutspenden gehen sollen? Ich dachte, das sind alle gleich. Na, ist ja auch egal. Nur so als Beispiel, ist ja auch egal. Aber es gibt nun mal explizite Unterschiede, die nichts Schlimmes sind, im Gegenteil, die sogar was sehr Positives sind, weil sie eben dann tatsächlich Variabilität bringen. Sonst wäre halt der Stammbaum von fast jedem Kreis wäre nicht so gut. Muss ich euch, glaube ich, auch nicht erklären. Fakt ist, die Unterschiede gibt's. Die sind auch optisch erkennbar, ist jetzt auch Biologie an der Stelle. Wenn man das aber so ganz offen sagt, dann ist man laut der lieben Ferda Rassist. Die liebe Ferda aber kann Leute aufgrund einer Äußerlichkeit, nämlich schon länger hier lebend, hellhäutig und so weiter, als Kartoffeln diffamieren, beleidigen. Wie auch immer man das sonst bezeichnen soll. Heißt also, die liebe Ferda schließt auf eine Beleidigung aufgrund äußerer Merkmale. Ergo, liebe Ferda, Glückwunsch, bist eine Rassistin. Dazu ihre Migrantenquote, die auf genau das Gleiche abzielt, denn wenn es doch keine Unterschiede gibt, wofür denn deine Quote? Wenn doch alle gleich sind, Friede, Freude, Eierkuchen, völlig egal, wo man herkommt, wieso zur Hölle dann unterscheiden, mit was für einer Nationalität, mit was für einem kulturellen Hintergrund sich jemand auf einen Job bewirbt? Wenn alle gleich sind, ist doch scheißegal. Ja, für mich wäre es auch scheißegal, für Ferda offensichtlich nicht. Ferda will eine Quote haben, ergo will Ferda eine Diskriminierung aufgrund von Äußerlichkeiten, aufgrund von ethnischer Herkunft. Ergo ist die Ferda auch hier wieder rassistisch unterwegs. Glückwunsch für eine Antidiskriminierungsbeauftragte, nicht geeignet. Also laut ihrer eigenen Definition ist die Dame eine handfeste Rassistin. Chapeau, muss man auch erstmal hinkriegen. Aber gut, das ist nun die neue Antidiskriminierungsbeauftragte sein soll. Ich weiß nicht, wie man auf so eine Schnapsidee kommt. Da hätten sie vielleicht sogar Kermit den Frosch ernennen können. Das wäre deutlich qualifizierter gewesen. Aber es lässt doch relativ tief blicken, für was für Leute die Hampel da in die Bresche springt. Was für Leute da von Steuergeldern alimentiert werden. Und das tut halt schon ein bisschen weh, weil wir zahlen die ganze Scheiße. Und so einer, die hat in einem öffentlichen Post oder auf einem öffentlichen Posten überhaupt nichts verloren. Die kann meinetwegen irgendwo, was weiß ich, über eine Frauenquote in irgendeine Privatfirma einziehen, wenn sie die da haben wollen. Aber die hat nichts, überhaupt nichts im öffentlichen Raum verloren, wo wir für sie aufkommen müssen. Naja, sieht Ferda natürlich anders. Qualifikation offensichtlich ein gewisser anderer kultureller Hintergrund. Das reicht ja mittlerweile, wenn man diese Leute so anschaut, wenn man deren Argumentation anschaut. Finde ich auch immer lustig, die sich für irgendeine Quote stark machen, sind ja auch stolz darauf, dass sie über eine Quote dann irgendwo eingezogen sind. Habe ich letztens einen Zeitungsartikel gesehen, irgendwie 40 Frauen, die stolz darauf sind, Quotenfrau zu sein. Also ich frage mich, wie dumm man sein muss, um dann nicht zu verstehen, dass man sich selber doch degradiert, was das angeht. Es kann doch keiner ernsthaft stolz darauf sein, über eine Quote irgendwo in Amt gekommen zu sein. Das heißt doch nur, dass du es offensichtlich per Qualifikation nicht geschafft hast, dass du zu blöd warst und weil du dann eine Muschi hast oder so doch noch das Amt gekriegt hast. Also darüber freut man sich doch nicht. Das ist doch eine Herabwürdigung. Wenn mich jemand fragen würde, ob ich da bei einem Artikel mitmachen will, dass ich stolz drauf bin, eine Quotenolle zu sein, dann würde ich auch sagen, nee, das könnt ihr alleine machen. Es ist nur wirklich kein Verdienst, eine Muschi zu haben oder nicht eine Muschi zu haben. Also es ist bei einer Migrantenquote das Gleiche. Es ist doch nichts, worüber sich irgendjemand
der davon in Anführungszeichen jetzt betroffen ist, über diese Quote irgendwo reinzukommen, freuen sollte. Nee, das heißt doch nur, dass jemand anderes besser gewesen wäre, er aber aufgrund der Quote bevorzugt wurde. Also nun wirklich kein Qualifikationsmerkmal oder sonst irgendwas, keine Errungenschaft, das ist halt einfach Irrsinn. Aber gut, Leute wie Pferde und Konsorten finden es offensichtlich angenehm. Ihr könnt ja gerne mal eure oder mal eine Rückmeldung geben, ob ihr Bock hättet, über eine Quote irgendwo einen Posten zu kriegen. Ob jetzt Frau, Migrant, was auch immer, Briefmarkensammler, wo, steckt euch was aus. Absurder als das, was an Absurdistan vor sich geht, geht's gar nicht. So, würdet ihr euch darüber freuen, wenn man euch auf einen Posten hieven müsste, wegen eurer äußerlichen Merkmale? Also muss doch jedem selber auffallen, der ein klein bisschen Ehrgeiz hat und vielleicht auch so ein bisschen Selbstwertgefühl, dass es nicht so schön ist, aufgrund einer Quote irgendwo reingeschoben werden zu müssen. Aber naja, offensichtlich ist das für Leute, die ohne Quote nichts erreichen würden, auch irgendwo egal. Scheint die nicht weiter zu jucken. Das ist das erste Beispiel für den Bock zum Gärtner gemacht. Wir haben noch ein zweites Beispiel. Das hat uns der Tageslügel mitgebracht. Da geht es mal wieder um die Faeser. Da ist nämlich was Blödes passiert. Die Faeser, angebliche Innenministerin, hat offensichtlich nicht allzu viel Ahnung von ihrer eigenen Thematik. Die hat blöderweise mit einer Schülergruppe posiert auf einem Foto am 15. Juli, die, naja, das Ganze ein bisschen auf die Schippe genommen haben könnten oder eher so der Faeser mal einen Spiegel vorgehalten haben. Wahrscheinlich sogar unbewusst, also ohne das wirklich zu wollen. Und mal gezeigt haben, wie abstrus dieses ganze Schmierentheater eigentlich ist. Die Faeser hat sich nämlich ablichten lassen mit etwa 150 Schülern, die im Rahmen eines Projektes Verfassungsschüler ausgezeichnet wurden. Die Schüler haben nämlich an einem nur so ein Bildungsprojekt mitgemacht, hat nicht allzu gut funktioniert, wie man gleich sehen wird, mit dem wohlklingenden Namen Verfassungsschüler. Und da hat sich die Nancy ganz, ganz fröhlich grinsend davor geschmissen vor diese Kiddies da. Also PR war auf der Seite vom Innenministerium auch einsehbar, ist dann ziemlich schnell gelöscht worden, denn das Problem ist, dass man da als Innenministerium ja das ein oder andere extremistische Symbol übersehen hat. Die Innenministerin hat posiert mit rechtsextremen Symboliken und islamistischen Symboliken. Was ist geschehen? Einige der Schüler, die dachten sich, hey, das nutze ich doch mal, um da beispielsweise einen Wolfsgruß zu machen oder so ein Islamistending, so ein Vier, ich weiß nicht, wie genau das funktioniert. Auf jeden Fall haben da einige Schüler in der letzten Reihe angeblich rechtsextremistische Symbole gezeigt. Ja, wenn das jetzt oder rechtsextreme Symbole gezeigt, wenn das jetzt in die Statistik für rechtsextreme Straftaten eingeht, dann wundert einen auch nichts mehr, aber das ist in Absurdistan tatsächlich so der Fall. Es ist nämlich so, dass religiös-extremistische Symboliken, beispielsweise der Wolfsgruß, türkische Nationalisten, Islamisten, dass der als rechtsextrem gilt. Ja, interessant, nicht wahr? Wenn jemand den islamistisch-rechtsextremen grauen Wolf zeigt, ich zeige es euch jetzt nicht, aber ihr wisst alle, was gemeint ist, hat ja der Papa Erdogan auch gezeigt, als er am Brandenburger Tor lang gefahren ist. Wenn das jemand zeigt, dann ist das in Absurdistan per Definition rechtsextrem. Ja, das hat jetzt nicht allzu viel mit dem zu tun, was uns hierzulande sonst so als rechtsextrem verkauft werden soll, aber das erklärt so ein bisschen die Statistik. Denn diese ganzen arabisch-rechtsextremen Symboliken, die meistens Hand in Hand gehen mit religiösem Extremismus, die fallen in die Statistik Rechtsextremismus in dem Fall. Ja, redet man auch selten drüber, nicht wahr? Könnte vielleicht das ein oder andere erklären, aber in Ordnung, darf man ja auch nicht offen sagen für Verschwörungstheorie. Aber es ist doch schön, dass man als Innenministerin, die sich die ganze Zeit hinstellt und erzählt, wir müssen mehr gegen rechts machen, dass man da offensichtlich nicht mitkriegt, dass man gerade mit Schülern posiert, die rechtsextreme Symbole zeigen. Das Bild dann auch noch eine ganze Weile online ist, jetzt mittlerweile ist es weg, also gestern, ein paar Stunden später haben sie es dann gelöscht, haben eine Stellungnahme gepostet, sie sind ja bereits im Gespräch mit dem Projektträger, sie wollen ja gucken, dass das nicht nochmal passiert und so, und sie haben das Bild rausgenommen, um die anderen Schüler zu schützen, die sich richtig benommen haben, aber es wäre ja inakzeptabel. Also von der Innenministerin erwarte ich und auch von deren Mitarbeitern im Innenministerium, dass solche Symboliken A bekannt sind und dass bevor da irgendwas gepostet wird, vorher mal geguckt wird, ob die Bilder denn in Anführungszeichen sauber sind oder eben nicht. Da das offenbar nicht geschehen ist, dann erst gelöscht wurde, nachdem da auch öffentliche Kritik kam. Ja, immer wieder ein schönes Beispiel für Bock zum Gärtner machen, denn offenbar hat die Dame überhaupt keine Ahnung von dem, was er tut. Jetzt kommt mir nicht mit, aber die hat das Bild auch nicht selber gemacht, das machen auch ihre Mitarbeiter. Auch Mitarbeiter im Innenministerium müssen da entsprechend geschult sein. Und so ein Bild, das hat nicht an die Öffentlichkeit zu gehen.
Erst recht nicht, wenn man da noch groß die Verfassungsschüler prämiert. Ja, wundervolle Verfassungsschüler, nicht wahr? Also ganz, ganz sauber auf dem Boden des Grundgesetzes stehen die kleinen Buben und Bubinnen. Das waren in der Stelle wohl eher die männlichen Vertreter, die sowas gezeigt haben. Aber es ist doch faszinierend, dass ausgerechnet die Innenministerin auf dem linken und religiösen Auge blind in der Regel, dass ausgerechnet die dann vor diesen Symboliken posiert, hat das in dem Moment vielleicht wirklich nicht mitgekriegt, was da im Hintergrund geschehen ist, aber hätte es im Nachgang sehen müssen, hätte es im Nachgang auch nochmal rüber gucken müssen, hätte sie freigeben müssen. Und wenn sie es freigegeben hat, dann wüsste ich schon gerne, ja, da sind die Symboliken vielleicht doch nicht bekannt. Und wenn sie nicht bekannt sind, was hat die dann in dem Amt zu suchen? Also es ist wirklich ein Trauerspiel, was in diesem Land mittlerweile abgeht. Es ist echt Realsatire. Da posiert sie mit Rechtsextremen. Es sind halt religiös extreme Symboliken. Dieses braucht eigentlich eine eigene Statistik. Wäre zumindest sinnvoll, würde die Statistik dann weniger verzerren. Aber gut, posiert die Innenministerin mit extremistischen Symboliken bei einem Bildungsprojekt für Verfassungsschüler. Ja, gut, auch das wundert niemanden so richtig, denn dass da in Schulen, in Klassenzimmern mittlerweile ganz, ganz andere Ideologien vorherrschen, die beim Grundgesetz nicht mehr so viel zu tun haben. Ja, das ist längst nicht mehr nur auf Brennpunkte begrenzt. Aber auch alles nur Verschwörungstheorie. Ist seit Jahren ein massives Problem, was an absurdistanischen Schulen abgeht, wollte ja auch keiner drüber reden. Jetzt ist die sogenannte Innenministerin selber mal reingeschlittert, hat das Ganze am eigenen Leib erfahren dürfen, wenn auch nur indirekt über ein Foto. Aber kommen wir erstmal zum Ende. Haben wir die wichtigsten Sachen besprochen? Ja, ich glaube, sind wir soweit durch. Eine kleine Ergänzung noch vom Lügel, Thema Nummer 6, darf man ja eh nicht offen drüber reden, deswegen nur als kleine Anmerkung. Senilus ist nun in der Kokaine beim Fodorenski und Senilus will, dass die Kokaine und Moldawien in die EU aufgenommen werden. Ist eigentlich gar nicht zulässig, denn für gewöhnlich dürfen das nur befriedete Regionen, also Länder, in denen kein Krieg herrscht, dürfen beitreten. War zumindest ursprünglich mal so, kann man ja mal eben ändern, interessiert ja auch keine Sau mehr. Ist auch faszinierend, dass das offensichtlich völlig außen vor gelassen wird. Die Wortdefinition, die dafür gedacht war, dass eben keine anderen Länder in Kriege gezogen werden. Aber gut, nun plötzlich macht sich Senilus ja stark dafür, dass der Kokaine aufgenommen wird und Moldawien auch noch. Haben wir eines der korruptesten Länder Europas, nämlich die Kokaine, und das ärmste Land Europas. Glückwunsch! Was kommt denn da wohl bei raus für die Zeche zahlen dürfen? Muss ich euch nicht erzählen. Also hier mal wieder massive Gelder, die verschifft werden sollen. So, jetzt machen wir erstmal Feierabend. Hier ist ein kleiner Fladdy, der sich gerade ins Bild drängt, der sich mal wieder so ein bisschen in den Mittelpunkt schieben will. Fladdy? Aber er hat heute auch noch nicht wirklich, ist noch nicht wirklich auf seine Kosten gekommen, noch nicht viel geknuddelt heute, weil ich, wie gesagt, ziemlich unterwegs war. Juna ist aber auch anwesend. Juni, kommst du? Komm, Jungs. Komm, Jona. Muss mal den Fladdy festhalten, dass er die Chefin nicht wieder nervt. Die Chefin ist nämlich hier. Schaut, da ist eine Juna, der geht's auch bestens. Die nehme ich mir jetzt gleich noch mit in mein Zimmer beim Abendbrotessen. Der Fladdy, der kann leider nicht, wenn ich Essen da habe, sonst habe ich mein Essen nicht allzu lange. Aber Juna darf mit in mein Schlafzimmer, während ich futtere. Dann wird Juna noch durchgeknuddelt. Nee, wir nerven die Chefin nicht. Und ihr macht euch bitte erstmal den wunderschönen restlichen Abend. Jetzt 23.10 Uhr, wenn ich fertig bin mit Aufnehmen. Ich lade es euch jetzt direkt hoch. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Deswegen bis dann.